Das eng kleng Analyse mat Drusinn mat TTIP am am CETA. Mir hat en ganz langen intensive Gedankenaustausch dort echte Samstag mün festgestellt, dass die transatlantischen Beziehungen natürlich ganz wichtig sind, dass wir als Lützeburg ein Interesse im freien Handel haben. Aber wir sind angegangen, ob die inhaltlichen Aspekte von TTIP, auf dem CETA und auch ob die prozeduralen Aspekte. Bei TTIP Du also es so, dass man noch keinen Text tun, aber wir konnten nicht mehr feststellen, dass den Text für einen Blick viel leid, mit all den Defizienzen für uns nicht akzeptabel ist. Also zu dem, was wir am Blick wissen über TTIP, haben wir uns zu einem klaren Nein dezidiert. Wir haben allerdings auch überlegt, wie kann den Wert von den transatlantischen Handelsbeziehungen da pflegen. Und ich muss in Zukunft darüber nachdenken, ob ich nicht mehr sektoriell Akkore fünf mit den USA, die am Interesse von unserem Handel leihen und andere politische Probleme machen, wie den TTIP, den am Blick diskutiert wird. Mit dem TTIP also sich keine aktuelle Diskussion, in dem Sinn, dass man eben keinen fertigen Text tun und auf absehbare Zeit auch keinen fertigen Text tun. Dann sieht da also eine andere Diskussion, wenn wir da einen Text tun. Das ist also effektiv eine ganz aktuelle Diskussion, die man auch gefeiert. Und wir haben hier inhaltlich und prozedural Aspekte analysiert. Inhaltlich haben wir auch hier eine Situation, wo wir die allerletzten Positionen noch nicht kennen. Ihr wisst, wir haben heute Morgen eine Deklaration interpretativ conjoint gekriegt, die wir letzten Samstag noch nicht hatten, wo wir schon nicht parlamentär hatten, durch die ganz vielen Sachen dran. Wir haben aber alle aktuellen Texte in der Sicht, die wir bis den Blick hatten, zum Beispiel die Stellungnahme vom Deutschen Bundestag und anderen, eben die paar Bayern, die wir den Blick zur Verfügung hatten. Wir werden das Woche auf ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht zu verschiedenen Aspekten, das soll normalerweise den Donnerstag kommen. Also inhaltlich haben wir noch nicht die allerletzten Positionen, aber wir haben auch da, wenn es dezidiert, dass wir nach einem Jahr zusammenkommen, wenn wir wirklich als ein Memberin an den verschiedenen Bezirkskomiteen können den letzten Stand so, wie das wir auch inhaltlich als können festlegen. Das kommt man über bis noch nicht, wenn man die letzten Informationen noch nicht hätten. Prozedural ist das eine andere Sache, wenn wir als ADR immer Wert darauf gelöst haben, an dieser Diskussion die Nationalparlamente nicht von ihren Pouvoiren weggeholt. Wir haben das von Anfang angemerkt an der Diskussion. Wir haben zum Beispiel immer verlangt, dass der Akkord muss mixt sein. Ich erinnere dich, dass die Europäische Kommission 3D-Schen um Brexit eigentlich verlangt hat, dass der Akkord nicht soll mixt sein mit der Kompetenz exklusiv von der Europäischen Union, das ist aber nicht durchgegangen. Wir haben auch verlangt als ADR, dass die ganzen Treten muss den nationalen Parlament dafür gelöst gehen. Und da ist eine Diskussion, die wird gesehen, wenn ich noch ein bisschen daran rankomme, wird eine ganz wichtige Diskussion ist. Also, dass die ganzen Treten, dass die Nationalparlamente über die ganzen Treten kann dezidieren. Für was sind die Sachen so wichtig? Da muss ich vielleicht eine kurze Erklärung geben. Wird das eine Kompetenz partagée, wird das eine Kompetenz exklusiv von der Europäischen Union, aber wie ist das interpretieren? Weil die ganzen Positionen, die am Blick an der Luft sind, von den Grünen, von den Roten, von den Sozialisten, und all mit dem Doen Interpretationsfeld zu dienen, und dafür will ich vielleicht kurz drauf angehen. Wenn der Dritte über das Funktionament von der Union Europäischen liest, dann sieht er in Artikel 3 auf 4, dass da ein Unterschied gemerkt wird zwischen einer Kompetenz exklusiv, die sind noch enumerativ abgezählt, die Bereiche, wo eine klare Unionskompetenz exklusiv vielleicht, und dann am Artikel 4 geht es um eine Kompetenz partagée zwischen den Instanzen der Europäischen Union engerseits und den Memberstaaten andererseits. Aber was ist eine Kompetenz partagée? Das ist wie den d'utilisation partagée d'une langue, dass das absolut den zusammen möchte. Eine Kompetenz partagée ist nicht zu verstehen als eine Kompetenz separée, wo die Union eine Kompetenz hat, die Memberstaaten eine andere. Das ist keine Division, aber es ist ein gemeinsames Ausüben, wo gemeinsame Kompetenzen und dafür ist es partagée. Das heißt, die europäischen Instanzen spielen ihre Rolle dran und die Memberstaaten spielen ihre Rolle dran. Aber nirgends ging es eine strikte Separation von dem Sinn, dass nur ein Vertrag mit zwei gedeelt gehen und das eine
wären EU-Kompetenzen und das andere wären Nationalkompetenzen. Das geht aber mal Blick probieren zu spielen. Für was geht es probieren zu spielen? Man will eine Reihe politische Parteien hoffen, ob die man näher sich können aus ihrer Verantwortung zu ziehen, auf europäischem Niveau zu delegieren, weil sie auf nationalem Niveau nicht wollen, mit ihren Membern diskutieren, weil sie da so mit dem Deal, mit dem haben wir nichts zu tun, das auf europäischem Niveau, und wir wollen nicht mehr das, weil das hier gerade arrangiert, national, das ist nicht an den Treten, das ist nicht so viel gesehen, das ist eine Interpretation erronée von dem, was am Artikel 4 vom Treten über das Funktionament von der Union steht. Wir haben keine residuelle Nationalkompetenzen am Artikel 4, wir haben keine partielle Kompetenzen, wir kriegen als Nationalstaaten die ganzen Treten 4 gelöst, aber wir müssen ja nur darüber überlegen, was sind dann Konsequenzen von einem Ja oder von einem Nein von einem nationalen Parlament. Und da wollen wir keine Unklarheiten und keine Ambiguitäten. Denn wenn man nur guckt, was wir auch an der Chambre immer gesagt haben als ADR, bei den verschiedenen Resolutionen, die an der Chambre vorgebracht wurden, da sind wir die, die auch mit eigenen Entwürfen immer darauf gehalten haben, dass eben die Kompetenzen von den Nationalstaaten respektiert gehen. Und die Chambre hat auch nie, und das ist auch wichtig, weil das haut heiert, auch bei verschiedenen anderen Parteien, die Chambre hat nie an ihre Motionen dezidiert, dass es eben eine Kompetenz partagiert ging, an dem Sinn, dass das ein nicht mehr europäisch und das andere nicht mehr nationalstaatlich ist. Die, die man den 7. Juni 2016 zusammen gestimmt haben, das bekannt als Text von Herrn Baudry, den aber auch entstanden ist, aufgrund auch einer anderen von unseren Initiativen, da steht dran, dass Luxemburg die Regierung soll contre toute proposition de décision de la Commission européenne au cas où celle-ci insisterait sur un accord relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne, um das also zu verstehen, wir hätten gerne ein Wort mehr zu schwätzen, und a persister au sein du Conseil sur le caractère mixte de l'accord afin de garantir aux parlements nationaux leur mot à dire en ce qui concerne la ratification. Nie hat Chambre etwas ähnlich gesagt, aber wir hätten doch nicht mehr gestimmt, weil gesagt gewesen, es geht nicht mehr nach einer partiellen oder einer residuellen Nationalkompetenz, aber mehr nicht. Wir haben auch mit Erstaunen die Resolution vom LSAP-Kongress über den CETA gelesen, weil durchaus auch immer eine andere Interpretation ist. Und ich meine, das ist wichtig, zu sehen, wie die politischen Parteien zu argumentieren. Der LSAP sieht auch einmal an ihrer CETA-Resolution, die im Internet oder die kennen Sie wahrscheinlich schon, das Europäische Parlament muss seine Zustimmung gegeben haben vor der vorläufigen Anwendung jener Teile des Abkommens, die unter die alleinige EU-Kompetenz fallen. Quod non, das geht nicht. Das ist ein Traité à Kompetenz partagée. Und Sozialisten wollen hier argumentieren, mit der EU-Kompetenz möchte etwa dann am Kompetenzbereich von der Union aus, und wir machen das Recht, und das arrangiert eben national als besser. Das ist aber just den die Methode, wie wir nicht denken, und die auch rechtlich nicht fundiert ist. Ich muss Ihnen einfach gucken, was sind da die Konsequenzen, wenn ein Staat gegen nicht so ist. Aber Blick her, da das durch die CSV, der Mai nach vertreten, ist ein substanzieller Unterschied von unserer Approach, an dem all die anderen Parteien halt probieren zu argumentieren. Und das wird da die Konsequenzen von einem Nein, von einem Nationalstaat wären. Wenn deine Kompetenz partagiert ist, heißt an Eisen an, wenn der Nationalstaat sagt, nee, das wollen wir nicht, dann ist der Treaty hilfhellig. Die andere Partei so, wenn ein Staat nee sagt, dann heißt das, dass just entweder, da gibt es verschiedene Meinungen, nicht mehr für die Staat den Treaty in der Kraft rentrieren, weil ein unsinniger Gedanken ist, weil ja just zu gut an der Optik von der Kompetenz partagiert, in dem Sinn, dass eine Separation wäre, hätte aber Konsequenzen auf all die anderen Nationalstaaten und den Parteien. Oder aber, dass da man dann nicht mehr den nationalen Deal, wie sie alle gut gegen aus der Kraft gesagt kriegen, an den soi-disant exklusiven Deal von der Europäischen Union, gegen aber an Kraft bleiben, dass man da probiert, Druck aufzubauen, wie zu sagen, die Nationalparlamente, die kriegen zum Beispiel über das neue Schiedsgericht, was kennt mich aus, also nicht mehr im traditionellen Sinn, das neue ICS aufzustimmen und nicht den neuen ISDS, aber wenn man nicht aufstimmt, dann machen Staaten sich responsabel für sich eine Verschlechterung vom Treaty. Es gibt also hier einen Druck aufgebaut mit pseudo-legalen Argumenten. Wenn man aber guckt, wie ist dann die internationale Rechtslage,
Da muss ich sagen, dass in Artikel 25 von der Wiener Vertragsrechtskonvention über vorläufige Anwendung von Verträgen durch einen ganz klaren Spruch schwätzt. Ich lese den Schuss den Artikel 25, 2 durch 4. Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten nichts anderes vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder eines Teils eines Vertrags hinsichtlich eines Staates, wenn dieser den anderen Staaten, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet wird, seine Absicht notifiziert, nicht Vertragspartei zu werden. Es gibt keine vorläufige Anwendung ohne den Willen von den Staaten, wenn deine Kompetenz partagiert ist. Und du mal da also auch klar, ich meine, kann noch nicht ernst resonieren, weil das nachher mal so, dass Kompetenzen von der Europäischen Union ja aus den Nationalstaaten kommen, aus der Souveränität von den Nationalstaaten, die die europäischen Institutionen geschaffen haben. Das kann ich also nicht aufhängen, umgekehrt zu argumentieren und zu sagen, es gibt eine quasi Souveränität von der Europäischen Union, aus der sich eine Rechtssouveränität von den Staaten deklinieren lässt, all das Resonement, den aus sich à l'envers als an der Substanz falsch. Wenn ich das also nur will resümieren, da kann ich nach ein paar sagen, dass man als, was den TTIP angeht, an der erblicklichen Situation nicht so, dass man aber so die transatlantische Handelsbeziehungen sind noch für unsere Ökonomie wichtig, aber wir sollen gucken, wie sektoriell man politische Akkorden zu negociieren, mit dem, was wirklich direkt unsere Betriebe kann entsprechen, dann gucken wir an den Bereichen für uns zu kommen. Was den CETA angeht, wir begrüßen die inhaltlichen Klarifikationen, die es bis jetzt gibt, das ist allerdings noch nicht der letzte Stand. Wir kommen nachher ein paar zusammen und diskutieren darüber. Mit prozedural, als wir uns klar, erstens, alle interpretative Erklärung, die ihr könnt, als Teil vom Treaty, das heißt, das müsst mat ratifiziert, das geht im Schüttelfall aus einer rechtsverbindlichen Interpretation vom CETA. Zweitens, wir lassen uns nicht legal mit falschen Argumenten an das Licht feiern. Das ist klar, ein Kompetenzpartage, das heißt, ein Nationalstaat hat voll Mitspracherecht, wir hätten den ganzen Treaty, aber wenn ein Nationalstaat nicht sieht, dann ist ein Treaty hinfällig. Es kann nicht sein, wie verschiedene politische Parteien hier probieren zu argumentieren, wie zu sagen, dass ein das Europäische statt einer das national, aber wir haben nicht mehr zu schwätzen bei dem Deal, den das Europäische Parlament tritt. Das ist einfach nur ein Trick für Lernst, vielleicht kompliziert, politische Decisionen an ihre Parteien oder auf nationalem Plan zu kommen. Das ist also doof mal Sinn. Wir sehen als Mitglieder an den feiernden Gremien nach ein Kehr. Wir werden, wenn Zeit da so weit ist, auf den Inhalt von den Verträgen dann kommen. Aber für uns ist nur der prozedurelle Aspekt primordial. Wir werden als durch die CETA-Diskussion nicht an eine Situation drängen lassen, wo man die Kompetenzen von den Nationalstaaten reduzieren.